Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Am Heiligen Abend ist sicher wieder das Flüchtlingskind Jesus durch viele Predigten gegeistert. Stimmt natürlich nicht, weil Josef aus Bethlehem stammt und deswegen zur Volkszählung zurück in seine Heimat gehen musste. Josef ist also mit seiner schwangeren Verlobten in die alte Heimat zurückgekehrt. Etwas, das man heute mit dem Begriff Flüchtling so gar nicht mehr in Verbindung bringt. Aber selbst Pastorinnen, die sich auf solche Argumentation nicht einlassen, haben kräftig gegendert. In derselben Gegend waren Hirten und Hirtinnen auf dem Felde bzw. auf der Feldin. Und die Engelin trat zu ihnen. Klingt lustig, aber die eigentliche Frage ist, warum gerade Hirten? Warum hat Josef es nicht am nächsten Tag seinen Zimmermannskollegen auf der Baustelle erzählt? Hey, hört mal zu, ich habe am 24. einen kleinen Jungen bekommen. Und wie soll er heißen? Jesus, sagt meine Frau. Nein, das geschieht nicht, sondern der Bote Gottes, also ein Engel, kommt mitten in der Nacht zu den Hirten, die da noch auf der Weide arbeiten. Der Engel kommt, weil die Nachricht so eilig ist, dass sie keine Minute mehr warten kann, ganz zu schweigen vom nächsten Tag. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist die gute Nachricht, die nicht mehr warten kann. Das ist auch die einzige Zeitenwende, die ich kenne. Gott wird am Heiligen Abend Mensch. Und wenn jetzt jemand zusammenzuckt, oh Gott, wie kann er sowas sagen? Zeitenwende am Heiligen Abend in Bethlehem. Wurde uns nicht schon mal die Oktoberrevolution als Zeitenwende verkauft? Und was ist daraus geworden? Die Klarheit Gottes umleuchtete sie und der Engel Gottes sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Die gute Nachricht kommt zu Hirten, weil sie keinen Aufschub mehr duldet. Und sie kommt genau zu denen, die diese Botschaft am nötigsten brauchen. Heute scheint Hirte zu sein, sehr romantisch. Aber damals war es ein richtiger Knochenjob und sozial auf der untersten Stufe, weil Hirten galten als unehrlich. Da wurde schon mal ein Lamm unter der Hand verkauft, besonders von Leuten, deren Arbeit mit Mietling beschrieben wird. Wir sagen heute Arbeitnehmerüberlassung. Das waren ungelernte Kräfte, die lieber die Flucht ergriffen, wenn sich in der Nacht ein Raubtier oder ein Dieb näherte. Schlechte Hirten sind unzuverlässig und lassen die ihnen anvertraute Herde bei Gefahr im Stich. Deswegen hat das der Evangelist aufgeschrieben, weil Jesus als Erwachsener sagt, ich bin der gute Hirte. Ich gebe mein Leben für meine Herde. Dass das tatsächlich so ist, werden wir zu Ostern wieder hören.